Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Tropico 4. Ja, wir sind hier auf unserer kleinen Exportinsel noch unterwegs. Wir müssen noch Kaffee exportieren und Rum wollte ich eigentlich auch exportieren. Dadurch, dass ich Rum exportiere, ist die Kirche nicht besonders amused. Wir müssen also ein bisschen was mit unserer religiösen Fraktion tun in diesem Teil. Ja, und eine Himmelsnadel soll gebaut werden, da fehlt uns aber noch Kohle. Und ich fange jetzt hier einfach mal an. Und würde sagen, wir bauen mal als erstes hier für unsere... Oh Gott, guckt euch das an. Die Baracken. Wir bauen mal als erstes hier für unsere Kirche. Irgendwie eine Kathedrale hin. Das sollte relativ günstig noch sein. Und die Himmelsnadel. Ja, die könnten wir auch schon bauen. Aber wir bauen erstmal eine Kathedrale. Jetzt muss ich mal gucken. Bildung und Medien ist es nicht. Regierung ist es auch nicht. Infrastruktur wird das ja wohl auch eher nicht sein, ne? Attraktionen auch nicht. Na, wo sind denn die blöden Kirchen gewesen? Na, wo ist denn... Das wird ja keine Luxus. Na, jetzt muss ich mal gucken. Unterkunft, da wohnen tut ja keiner. Wird da. Kathedrale. Ach, die kostet auch 20.000. Das ist natürlich schon happig. Okay, ja, egal. Bauen wir trotzdem. Nee, eine Oberschule nicht. Eine Oberschule wollte ich nicht. Ich wollte... ja, siehst du jetzt. Weiß ich wieder nicht mehr, wo das war, ne? Na, wo habe ich das denn gerade gefunden? Na, ich bin aber auch echt... Da. Und so. Okay. Dann kann da die Kathedrale gebaut werden. Dann haben wir zwar wieder ein bisschen wenig Moneten. Ach, Wahlen laufen auch noch übrigens. Aber das Geld kommt schon wieder rein, da wir ja doch ein bisschen was exportieren. Da sollte das nicht so das große Problem sein. Ich denke, das passt dann schon. Das können wir auch mal hier rucki-zucki bauen. Damit das schnell fertig wird. Dann haben wir da die Kirche wieder ein bisschen glücklicher, würde ich sagen. Was haben wir hier? Okay, ja, die ist sowieso sehr gefüllt. Na, was ist hier denn noch? Caramba, Kumpel. Die Menschen sind ganz heiß auf ihre Produkte. Können wir mehr davon bekommen? Nichts Großes, seien Sie versichert. Wenn Sie anderen Plunder aus einem anderen Land finden, der fernab der normalen Zivilisation liegt, werden Sie völlig vergessen. Für den Moment aber wären ein paar Exporte ganz schön. Erhöhen Sie das Exportvolumen nach Europa auf 1000. Sie wollen Papayas, Bananen, Ananas, Juwelen, Baumstämme, Bauholz und Möbel. Ja, kann ich im Moment nicht annehmen, weil ich habe noch zu viele aktive Aufgaben unterwegs. Das macht aber nichts. So, jetzt gucken wir mal hier, was unser Rum-Export macht. Ich glaube, das sind die hier. Konservenfabrik. Nee, dann ist es das gewesen. Nee, dann ist es das. Ja, Rum-Destillerie. Ja, die Arbeiter sind da. Da dürfte es auf alle Fälle... Wunderbar, da dürfte es dann auch losgehen hier. Dann dürfte das Geld auch wieder reinkommen. Mal gucken, dass wir noch ein Mietshaus bauen. Hier irgendwo hin. So, na, da will er nicht. Weil Hügel und so. Ja, dann könnten wir hier natürlich auch einfach... Warte, wir gucken mal, ob wir da eine Straße hinbauen noch. Da warten wir erstmal, bis wir ein bisschen Geld haben. Und dann werden wir das... Ach Gott, unsere Auslandsbeziehungen haben sich aufgrund von Staatsschulden verschlechtert. Das ist natürlich nicht so ganz toll, ne? Finde ich. Also das nicht so schön. Aber kann man nichts machen. Es ist, wie es ist, wie es ist. So, überhaupt und sowieso. Ja, ich habe mir natürlich wieder... Oh. Einige Arbeiter streiken. Wir sollten Streik brechen, wörtlich nehmen. Diese stinkenden Bauarbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen. Unser Baubüro streikt. Was machen wir mit diesen Schwachköpfen? Ein Wort von Ihnen genügt, Präsidente. Also, ich habe ein Herz für unsere Tropikaner. Sind 2400 genug, 300 für jeden. Die Armee sollte diesen faulen
Pelzen, Arbeitsmorale, töten sie drei beliebige Streit. Ach du Scheiße. Einige Bauarbeiter werden ihren Präsidenten verteidigen, Ansehen bei den Streikenden sinkt. Nein, finden wir doch heraus, wie lange sie durchhalten. Die Bauarbeiter stellen die Arbeit für... Ach du liebes bisschen. Ja, na dann kriegen sie halt Geld. Die Streikenden haben sich bedankt und ihre Arbeit wieder aufgenommen. Na, das ist ja großzügig, ne? Das ist ja hervorragend. Ach du meine Güte. Ja, naja gut, egal. Dann ist das halt so. Aber guck mal, unsere Kirche ist fertig geworden. Ist das nicht schön? Unsere wunderschöne Kathedrale. Dann dürfte ja jetzt mit dieser Kathedrale auch das Ansehen bei den Religiösen. Ja, guck mal, sind wir jetzt auf 100%. Da waren wir nämlich bei knapp fast 50% nur. Sind die Loyalisten, aber die liegen mit ihren 74% eigentlich auch noch ganz gut. Ja, das Mausoleum ist auch relativ teuer, deswegen habe ich das noch nicht gebaut. Das werden wir dann in Angriff nehmen, wenn wir das mit unserer Himmelsnadel und so fertig haben. Nur dazu muss erstmal ein bisschen was exportiert werden. Wir können ja mal gucken, was macht denn unser Hafen hier. Haben wir doch zwei Stück. Das sollte doch eigentlich gehen. Krankenhäuser brauchen wir auch noch. Das sieht auch nicht ganz so toll aus bei uns momentan. Polizei müssen wir auch noch ein bisschen was setzen, aber da müssen wir halt ein bisschen warten, bis das Geld wieder ein bisschen besser fließt. Hoch. Präsidente, das Staatsvermögen beläuft sich auf unter $10,000. Die Weltbank für Entwicklungshilfe hat uns den Etat gekürzt. Löhne zahlen und Gebäude warten. Mehr ist nicht drin, bis sich unsere wirtschaftliche Situation gebessert hat. Wenn sich unsere Schulden verringern, können wir wieder wie gewöhnlich Ausgaben tätigen. Vielleicht wären Lohnkürzungen eine gute Idee, um den Schuldenabbau zu beschleunigen. Danke für den Hinweis. Ja, nee, Lohnkürzungen machen wir nicht. Wir warten einfach ab. Da muss ja nur exportiert werden und dann geht das im Normalfall ja auch schon wieder. Da kommt auch schon ein Schiffchen angerauscht. Ich habe mir... Ach, ich komme auch nicht zum mein Reden heute. Lieber Präsident, der Tag der Wahl rückt näher. Unsere fleißigen Bürokraten haben errechnet, dass sie ungefähr 92% der Stimmen erhalten. Einige Berater gehen davon aus, dass man dieses Ergebnis mithilfe bestimmter Zählmethoden und positiven und negativen Anreizen noch erhöhen könnte. Die Intellektuellen würden es vermutlich Wahlbetrug nennen und sie können damit einige Tropikaner verärgern, ganz gleich, ob diese Methoden das Ergebnis beeinflussen oder nicht. Die Zuneigung für El Presidente reicht aus. Betrug ist nicht erforderlich. 92% der Stimmen, ich glaube, damit kann ich gut leben. Da brauchen wir kein Wahlbetrug, so weit ist es noch nicht gekommen. Ja, siehst du, jetzt haben wir ein bisschen Geld schon reingekriegt. Dann müssen wir das nächste Schiff noch abfahren, weil das ist nicht so viel. Glückwunsch, ja! Präsidente. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Das Ergebnis lautet 148 Stimmen für Sie und 12 Stimmen gegen Sie. Seien Sie nicht überrascht, wenn Leute zukünftig mehr von unserer Demokratie erwarten. Okay. Und jetzt haben wir auch wieder Geld. Ach. Die Wirtschaft brummt und wir haben unsere Schulden begleichen können. Unsere Beziehungen zu den Supermächten sind erschüttert. Wir müssen sie umgarnen, damit sie diese unglückliche Entwicklung vergessen. Danke für den Hinweis. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich mal eine reine Tropico. Ich baue vor mich hin, Folge. So viel wie uns jetzt hier erzählt wird, komme ich gar nicht dazu, irgendein Thema anzusprechen. Aber eine Himmelsnadel kann ich jetzt noch bauen. Guck mal, das war... Obala, wo war das denn? Bei Unterhaltung, Himmelsnadel, ein Drehrestaurant. Ja, guck mal, ist das... das sieht ja schon gut aus, ne? Guck mal. So, guck mal, was kann man denn hier machen? Eintrittsgeld können wir ein bisschen erhöhen, ne? So. Schneller bauen. Und was haben wir denn? Standardservice bietet normalen Service. All you can eat, lockt die Billigtouristen mit kostenlosen Mahlzeiten. Die Unterhaltungskosten verdoppeln sich, aber die Touristen sind doppelt so stark beeindruckt. Was weitere Touristen? All you can drink. Viele Party-Touristen. Nee, dann nehmen wir Standard. Für das, unsere Arbeiter wollten das ja haben. Na, also da. Ja, dann gucken wir mal. Gucken wir uns das mal an hier. Unsere coole Himmelsnadel. Das ist ja voll episch. Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam. Das ist nicht gut. Den Soldaten mangelt es an Disziplin. Und wir brauchen Generäle, um sie im Kampf in die richtige Richtung zu dirigieren. Das oberste Gebot für einen Sieg lautet Disziplin. Ein tropikanischer General sollte mindestens 3 Soldaten befehligen, Sir. Mehr nicht. Die Armee würde sonst zu einem chaotischen Haufen verkommen. Ja, um die Armee kümmern wir uns dann auch noch, aber nicht jetzt. Ne, jetzt haben wir erstmal hier die Himmelsnadel. Guck mal. Guck mal, ist die cool oder ist die cool?
Das gefällt mir ja. Guck mal, Rum ist auch fast fertig, exportiert schon. Das ist natürlich cool, die Quest ist dann auch fast fertig. Haha, das gefällt mir ja. Guck mal. Wie cool. Gefällt mir. Finde ich schön. Ja. Ja, da sind auch Hochschulabsolventen. Sehr gut. So, alles klar. Und dann hatten wir hier doch noch... Ein Unglück, Präsidente. All meine Frauen haben Geburtstag und wollen Geschenke. Wie ich Sie kenne, werden Sie Bares als Geburtstagsgeschenk wollen. Sie wollen doch nicht, dass meine Frauen beleidigen, indem sie ihnen nicht die Kleinigkeit von $5,000 senden, oder? Geben Sie dem Mittleren Osten $5,000 Belohnung plus 15 Beziehungen zur Mittlerkeit und Dankbarkeit der Frauen. Annehmen, bezahlen, ablehnen, schließen. Warte, ich mach das mal erstmal zu, weil ich würde jetzt dann erstmal gerne gucken. Mittlerer Osten, 72%. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Okay. So. Dann dürfte das jetzt auch gut so. Okay, ne, hat sich nicht geändert. Warum nicht hier? Was ist hier los? Okay. So, was haben wir denn sonst noch? Ja, ansonsten läuft es eigentlich. Ne? Wie gesagt, Rum haben wir fast fertig. Und jetzt werde ich auch gar nicht mehr anfangen, noch ein großes Talkthema zu quatschen, glaube ich. Ich glaube, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen friedlich, fröhlich vor uns hin. Ich wollte gucken, ob man hier noch irgendwie eine Straße, werden wir dazwischen nicht bauen können, ne? Ha, damit wir da wie... Ich hab gedacht, hier so eine Straße. Ja. Präsidente, diese Faulenzer gewöhnen sich an das schöne Leben auf der Insel und verlangen jetzt nach Luxusbehausungen. Ach du meine Güte, vielleicht spornt es die Leute an, härter zu arbeiten, wenn wir mindestens 5 Luxusvillen bauen. Auf der anderen Seite führen viele Wege nach Rom. Das gilt auch für die Tropikaner. Anstatt die unrealistischen Forderungen der faulen Bürger zu erfüllen, kann Präsident ihnen zeigen, wer der Boss ist, ein Gefängnis bauen und wahllos mindestens 5 Menschen festnehmen. Meine Leute verdienen nichts Geringeres als Luxuswillen. Die Festnahme unschuldiger Menschen war als Kind mein Lieblingsspiel. Ich bin beschäftigt, stören Sie mich nicht mit solch trivialen Angelegenheiten. Ja, ich mache das natürlich, ich baue dann Luxuswillen. Sie sind wirklich ein gutmütiger Führer, Präsidente. Die Obdachlosen der Insel werden überschäumen vor Freude, wenn sie erfahren, dass sie nun in Luxuswillen wohnen dürfen. Ja, beachten Sie aber, dass die Luxusvillen beim Bau und Betrieb jede Menge Strom brauchen. Ich bin froh, dass Präsidente keinen Preis für die Zufriedenheit der Leute ausgibt. Bauen Sie 5 Luxusvillen. Belohnung Produktivität der Bürger holt Ansicht bei allen Fraktionen um 10%. Um plus 10. Okay. Ja, Häuser wollte ich ja eh bauen, ne? Dann Luxusvillen. Da muss ich mal gucken. Luxusvilla. Sie können sich das nicht leisten. Okay, ja. Die Kosten 3.000 und dann nochmal 4.000. Alles klar. Ja gut, da brauchen wir halt ein bisschen Geld. Ein Parkhaus ist überlastet. Bauen Sie ein neues. Ah, jetzt konnte ich nicht gucken, wo. Okay, müssen wir mal gucken. Der Hinweis kommt bestimmt gleich nochmal wieder. Das war da. Aber wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Wir schauen mal. Was ist hier denn jetzt überhaupt noch? Ehrwürdigster Hasa, Ihr Großmutter strahlt wie ein Stern am Firmament. Könnte sie uns etwas Bares geben? Ah ja, ich habe selber kein Geld, ey. Wir brauchen $5,000 für unsere andauernde Revolution in der Karibik-Religion. Die Berge selbst werden erschüttert von den Jubelrufen unseres Volkes, wenn sie akzeptieren. Geben Sie 5.000 an China. Naja, das schließen wir mal. Vielleicht können wir das später irgendwie mal in Angriff nehmen, die 5.000. Das ist natürlich schon ein bisschen viel, ne? Also wenn die immer alle, die wollen alle nur mein Bestes, ne? Die wollen alle nur meine Kohle. Das würde ich so nicht besonders nett. So, muss ich ja mal sagen. So, jetzt brauchen wir hier mal ein bisschen Infrastruktur noch. Ich möchte noch eine Straße. Dann bauen wir mal hier weiter lang. So, und dann können wir hier dann die Luxusvillen hinbauen, glaube ich. So. Ja, ja, nee, da warten wir jetzt. So, passt das dann, glaube ich. Dann können wir hier nämlich die Luxusvillen hinsetzen nach Möglichkeit. Und dann schauen wir mal, wenn wir da das Geld zusammen haben. Was ist hier denn noch? Was wollen die denn noch? Bauen Sie einen Wachposten. Ja, ja, das,
Wachposten, aber ich habe eh kein Geld, ne? Nuklear-Gefängnis. Eieiei, Einwanderungsbehörde. Okay, die könnte ich auch noch machen. Ach, da ist der Wachposten, zu wenig Generäle. Das heißt, wir brauchen eh erst ein Arsenal. Okay, aber wir nehmen das mal an hier dann. Sir, die Armee braucht unbedingt neue Gebäude. Diese Aufständler lachen uns einfach aus. Uns, die glorreiche tropikanische Armee mit glänzenden Stiefeln, die bereit ist, jeden niederzutrampeln, der sich in den Weg stellt. Sir, ich flehe Sie an, bauen Sie drei neue Wachposten. Bauen Sie drei neue Wachposten. Ja, das nehmen wir an. Um das Militär wollte ich mich ja eh kümmern, von daher passt das dann, glaube ich, ganz gut. Dann ist das okay. So, siehst du, rum haben wir genug exportiert. Oh, und jetzt können wir bauen. Guck mal, jetzt haben wir auch ein bisschen Geld. Jetzt gucken wir erstmal hier nach unseren Unterkunft. Luxusvilla. Ja, ich nehme die Baupläne. Luxusvilla, bitte. Guck mal. Die bauen wir hier neben die Himmelsnadel. Einmal. Zweimal. Dreimal. Na komm schon. Viermal. Und fünfmal. Kann ich das hier wieder wegmachen? Das ist ein bisschen verkrüppelt hier. Nein, egal. Okay, dann haben wir das. Dann brauchen wir ein Arsenal. Ein Arsenal. Wo bauen wir das denn mal hin hier? Guck mal. Das können wir hier doch hinsetzen, oder? Zack, zarab. Und dann können wir auch Wachposten wieder bauen. Und jetzt wollte ich sowieso noch die Gesundheitsversorgung gucken. Krankenhaus. Das Krankenhaus bietet eine bessere. Genau, das wäre vielleicht nicht ganz schlecht, weil wir haben bis jetzt nur diese kleinen Kliniken, weil ich ja immer auch keinen Strom hatte. Aber mittlerweile haben wir das ja. Dann können wir da ein vernünftiges Krankenhaus hinsetzen. Und Parkhaus brauchen wir noch, ne? War da irgendwie vorhin? Tja, wenn ich nur wüsste, wo der Platz fehlte. Wir machen das mal hier hin. Dann haben wir da auf alle Fälle noch eins. Alles klar. Und also Luxusvillen haben wir jetzt in Auftrag gegeben. Wachposten können wir bauen, wenn die Arsenale fertig sind. Ein Krankenhaus haben wir gebaut und dann können wir noch ein paar Mietshäuser bauen. Die müssen hier eigentlich ja hin irgendwo. Aber ich muss mal schauen. So. Hier, pass auf. Einmal. Zweimal. Ja, Und da müssen wir mal schauen. Können wir da hier nicht irgendwas... Brunnen, verschiedenes. Eine moderne Ausstellung oder auch nicht, okay. Ein Garten. Ja, hier, da bauen wir da ein paar schöne Gärten hin. Und dann können die da aus ihrem Baracken nämlich auch ausziehen, ne? So, alles klar. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Die Beziehungen passen soweit, außer zu den USA, sind nicht ganz so toll, aber so ist es halt, ne? Die Loyalisten wollen noch ein Mausoleum, das war aber relativ teuer, glaube ich. Das, 30.000, ja, das ist ein bisschen viel, da müssen wir noch etwas warten, glaube ich. Guck mal, die ersten Villen werden hier schon gebaut, ist das nicht cool? Gucken, hoch. Nee, das wollte ich nur nicht. Ich wollte doch da ein bisschen ran. Ich wollte doch mal gucken, wie so eine Villa dann von nahem aussieht, wenn das fertig ist. So. Ach, guck mal. Ist das nicht schön, dass wir nicht vollends pleite sind? Aber wir müssen bestimmt irgendwas für unsere Nahrung auch tun, oder? Wir kriegen so viele Leute. Und ein Polizeirevier können wir auch noch bauen. Ach, guck mal, das ist ja cool. Guck mal, wie schön. Das ist ja cool, wa? Mit Garage und hier so ein cooler Balkon. Und Dachterrasse mit Liegestühle. Schick, schick, schick. Sehr cool. Okay. Alles klar. So, Polizei. Polizei. Gefängnis, Feuerwache, eine Feuerwache. Ich habe überhaupt noch gar keine Feuerwache gebaut, ne? Braucht man sowas eigentlich? Bis jetzt habe ich das noch in keiner Kampagne irgendwie wirklich gebraucht, so eine Feuerwache. Guck mal, hier bauen wir mal noch eine Polizei hin. So. Dann kann es weitergehen hier. Okay, sehr cool.
Alles klar. Ja, Mensch, der Kaffee in Dosen ist auch fast fertig exportiert jetzt. Das ist natürlich auch richtig cool. Das freut mich natürlich. Und ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier einen Break. Wir haben ja doch einiges geschafft, ne? In diesem Part haben doch einiges gebaut. Die Leute sind zufrieden. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Ich drücke auf Pause. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Und wenn es wieder heißt Tropico 4. Und vielleicht lassen mich ja dann die netten Tropikaner auch selbst mal ein bisschen zu Wort kommen. Und wir können wieder eine Runde über was quatschen. Wir werden es erleben. Ich sage aber bis dahin, ciao, ciao.